Hobby-Aeronauten aufgepasst. Hier kommt der Flugspaß für zu Hause, die Geschenkidee für Jung und für Alt. Ihr seid interessiert? Schaut euch dieses Video an, bleibt einfach dran, ich zeige euch, wie es funktioniert mit dem Power-Up 3.0. Okay, aber wie soll das funktionieren? Der Verpackung kann man schon entnehmen. Wir haben es draufstehen, Smartphone Controlled Paper Airplane. Also, ihr braucht ein Smartphone. So wie ich das rauslesen konnte, laut Verpackung, ist es für alle gängigen Handytypen für Android und iOS kompatibel. Voraussetzung ist natürlich Bluetooth 4.0. Und ihr braucht Papier. Auch hier ist der Verpackung zu entnehmen, dass höchstwahrscheinlich zwei verschiedene oder hier steht sogar vier verschiedene Vorlagen vorhanden sind. Das werden wir gleich sehen, wenn wir es ausgepackt haben. Was wir auf jeden Fall sehen können, es ist dabei der Flugkörper als Grundgerüst, ein Chassis mit Elektromotor, Seitenruder und Propeller. Und wie das Ganze funktioniert, das sehen wir jetzt. Jetzt geht es weiter mit dem Aufbau. Also, es geht schon mal damit los. Wir haben hier diese kleine Anleitung. Ist für euch gerade vielleicht etwas schlecht zu erkennen. Und wir haben dann die Templates, die Vordrucke. Wir haben hier vorne die Information, dass diese Seite nach unten kommt. Alles klar. Machen wir. Und jetzt falten wir ganz einfach, so wie in der Beschreibung aufgedruckt, runter. Also, hier soll ich jetzt Klebestreifen drauf machen, auf beiden Seiten. Das machen wir jetzt. Wir haben hier unter zwei solche Laschen, in der Mitte ist eine Nase. Die Nase kommt genau hier zwischen und dann wird das Ganze einfach über die Laschen geschoben. Einfach ist einfach gesagt, natürlich jede Menge dickes Papier dabei, wo wir erstmal dran vorbeikommen müssen. So, die Markierung für den Stabilisator haben wir auch getroffen. Und jetzt nehmen wir noch etwas Klebeband und kleben das hier drüber. So, jetzt noch die Enden einschneiden und hochklappen. So, das soll schon der ganze Spuk gewesen sein. Dann können wir jetzt ja mal probieren, ob das Flugzeug noch funktioniert und ob die Steuerung alles intakt ist, bevor wir nach draußen gehen und feststellen, dass es nicht geht. Also, gehen wir mal weiter in die App rein. Du willst noch mehr Infos zu diesem Produkt? Dann schau auf unsere Website. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann ganz einfach. Liken, abonnieren, Glocke drücken. So verpasst du kein Video mehr. Okay. Folgendes, es hat sich jetzt herausgestellt, dass man ganz schön fummeln muss, bis das alles geklappt hat mit der App. Wenn ihr in der App seid, müsst ihr darauf achten, dass ihr die ganzen Felder einmal ein Häkchen gesetzt habt. Dann werdet ihr automatisch jedes Mal, wenn ihr ein Häkchen gesetzt habt, auf die Internetseite geleitet. Dann will er euch ein Video zeigen, wie ihr das macht. Ihr könnt aber auch einfach zurücktippen und kommt dann weiter hier ins Menü und könnt euch Schritt für Schritt durcharbeiten. Erst wenn ihr alle Schritte fertig habt, sagt er euch, dass ihr fliegen könnt und erst dann sucht er das Flugzeug und verbindet euch mit dem Flugzeug. Und wichtig ist, dass ihr überall die Häkchen setzt, damit ihr im Menü weiterkommt. Und schon könnt ihr den Bildschirm entsperren. Alles klar. Auch das Ruder bewegt sich mit dem Handy. Alles cool. So, da bin ich wieder zurück. Ich war gerade draußen und habe ein paar Flugszenen gedreht. Die blende ich euch jetzt mal ein, damit ihr das sehen könnt. Eins vorweg, wir haben Herbst, es ist windig und ich habe mich ein bisschen vertan. Ich habe gedacht, dass ich hier zwischen Bäumen und Häusern echt etwas windgeschützt bin und diesen Flugtest machen kann.
Flugzeug fliegt, aber die Manövrierfähigkeit ist nicht so hervorragend bei dem Wind, dass man sagen kann, man weiß auf jeden Fall, wo man hinfliegt. Oh. Tatsache ist aber, es funktioniert, es macht sogar Spaß, aber das Flugzeug ist nicht mal eben so zusammengesteckt und losfliegen. Man muss schon ein kleines bisschen Geduld mitbringen, bis man das alles gefaltet hat, bis man die App installiert hat, bis man das Flugzeug eingestellt hat, bis man draußen zugange ist und alles probiert hat, bis man den Dreh raus hat. Das dauert schon seine Zeit. Also das ist nichts für, ich sag mal, kleine, ungeduldige Kinder. Man sollte schon etwas Ruhe mitbringen. Aber dann kann man damit auf jeden Fall Spaß haben. Ihr habt ungefähr mit einer Akkuladung, die 20 Minuten dauert, circa 10 Minuten Flugzeit. Das kommt auch ungefähr hin. Wir haben jetzt draußen ungefähr 10 Minuten gedreht und wir sind mit dem Akku ziemlich gut hingekommen. Es hat sich so langsam dem Ende zugeneigt, aber hat auf jeden Fall gepasst und es war noch ein bisschen Luft nach oben. Noch ein cooles Gimmick, was dabei ist. Ihr seht schon, ich stehe hier auf so einem, was ist das, ein Ständer, ein Stativ, keine Ahnung. Das ist mit dabei. Das wird ganz einfach zusammengesteckt. Und dann kann man sein Flugzeug da drauf drapieren. Also, spannende Sache. Ziemlich cool, wie ich finde. Ist auf jeden Fall was für Bastler und Tüftler. Und meiner Meinung nach ist das genau deswegen auch eine geile Geschenkidee. Also, wenn ihr jemanden kennt, der gern ein bisschen rumtüftelt und rumbastelt, der für Flugzeuge interessiert ist, ist das eine coole Sache, sowas zu verschenken. Da kommt auf jeden Fall Freude auf. Also, checkt unten die Verlinkung aus. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.